Jo Leute, was geht ab? Heute bin ich mit einem neuen Video hier und wie ihr seht, habe ich eine Halloween-Verkleidung und wie ihr seht, ist hier unten ein Name-Tag, wo Mörder steht. Ja. Was ihr hier seht, das ist ein Haus und Slaver wird morgen hier durchlaufen. Es ist ein Halloween-Haus. Ach ja, Happy Halloween. Wir müssen jetzt einfach noch den oberen Stock machen. Den Rest habe ich schon alleine. Ich würde sagen, wir nehmen das hier. Also das hier sind Ziegelsteine. Und Slaver wird dann hier eine Gruseltour machen müssen. Slaver ist ein sehr schreckhafter Typ. Dieses Video wird uncut sein und ja... Ich weiß jetzt auch nicht, wie ich das am besten mache. Den Anfang schneide ich weg, weil dort eigentlich nur Gelaber ist. Also das ist schon vor dem, was ich jetzt sage. Und ja. Währenddem ich hier Slavers Haus am Bauen bin, wünsche ich euch schon mal Happy Halloween. Und ja, was wünsche ich euch noch? Nein, ich wünsche mir etwas von euch. Abonniert mich und lasst ein Like da. Dann gehört ihr auch zur Familie. Oder lasst ein Dislike da, wenn ihr denkt, dieser Typ, der hier baut, ist mir nicht sympathisch. Nicht Werbung. Es wird ein sehr lustiges Video, also wenn Slaver hier durchläuft dann. Okay, ich würde sagen, hier machen wir das Haus. Also nein, die erste Wohnung ist hier. Dann haben wir hier. Nein. Ja. Nebenbei, ich freue mich sehr auf... ich freue mich sehr auf heute Nacht, denn ich gehe raus an Halloween. Und ich gehe zu Bonix übernachten. Und ja, dann machen wir einen Filmeabend. Nein, da wäre ein großes Bild gewesen. Ich will ein komplett großes Bild. Ja, das passt zu Halloween.
richtig gruselig. Und dann haben wir hier noch. Wartet mal. Warum geht das nicht? Natürlich, weil es nicht auf der gleichen Höhe ist. Hä, klappt das nicht? Mann! Das klappt nicht, das ist dumm. Nein. Ich will etwas, das das Ganze bedeckt. Perfekt. Oder auch nicht, weil ich sie zuerst befüllen muss. Und zwar mit Blaze. Enderman. Und Hexe. Blaze, Enderman, nein, die, ich sollte nur die unteren auffüllen, denn bei den oberen geschieht ja eh nichts, weil sie nicht verbunden sind. Da habe ich mal wieder wenig studiert. Das hat Blaze drin, das hat Hexen drin, das hat Enderman drin und das hat auch Enderman drin. Kann ich wieder warten, bis das große Bild kommt. Und da kommt es schon. Und der Rahmen ist aus Spinnenweben. Verratet Slaver allerdings nichts. Denn ich will nicht, dass ihr mir die Überraschung verderbt. Ihr könnt dann das Video sehen, in dem Slaver das macht. Achtung, ich will es schon testen. Alter Schwede. Nein, ich will jetzt eigentlich nicht, dass die Endermänner sich teleportieren.
Wisst ihr was? Ich hole mir schnell ein Diamantschwert, dann kann ich die alle wieder töten. Jetzt einfach nicht mehr dort drauf stehen und nur noch das Dach zu tun. Nein, hier muss ich noch was machen. Ah, Mist. Was könnte man denn hier machen? Nehmen wir Wasser. Hier werde ich sicher ertrinken. Und dann haben wir hier drüben noch. Hier machen wir auch Wasser. Und hier auch. Das nervt Slaver sicher ein bisschen. Dann kommt ihr hier hin. Ja, jetzt muss ich das alles nur noch zudecken. Das wird ein langes Uncut-Video. Slaver kann allerdings einen Eisengolem dann bauen, der ihm hilft, all diese Monster zu besiegen, oder der eigentlich alle Monster besiegt. Aber sie greifen trotzdem Slaver auch an. Ich laufe nachher mit euch dann einmal dort durch. Nein, nicht das Cobweb abbauen. Egal. Ich laufe mit euch einmal durch das ganze Haus und dann seht ihr, was auf Slaver zukommt. Aber wehe, ihr petzt es. Nein. Mein kleiner Finger schläft ein. Mist. Also, das hier ist das ganze Haus. Jetzt laufen wir einmal hier durch. Slaver geht hier rein. Dann hat er hier eine Kiste mit einem Schwert, das ich helfe dir heißt, in einer Goldrüstung. Dann muss er hier durch. Und dann hat er hier hinten eine Kiste. Aber die spawnt dann einen Stein, respektive ein Silberfischchen. Hier hat er dann auch ganz vieles und dann hier ist hier hinten noch eine Chest. Hier hat er Slimeblöcke und den Mörder. Hier hat er nerviges Cobweb. Ah, hier ist dann ein Skelett und hier kann er nochmals durch ein Bild. Dann muss er hier durch ein Bild, hier rauflaufen.
Ah, dann ist hier das mit dem Wasser. Hier auch mit Wasser. Das ist dann einfach nur nervig. Und dann ist er hier. Nein, wie komme ich hier wieder raus? Ja, das war's an dieser Stelle mit dem Video. Hoffe, es hat euch gefallen. Aua, mein Finger schläft ein. Und ja.